Könnte sein. Na gut, wenigstens haben wir dich gerettet, Sophie. Ja, aber meinetwegen ist Maya... Maya hat an dich geglaubt. Deshalb wollte sie dich beschützen. Er hat recht. Es ist wirklich deine Schuld. Also können wir uns jetzt nicht erwischen lassen. Sonst bist du doppelt schuld. Luke. Sophie. Das wäre damit geklärt. Ihr seid jetzt Mann und Frau. Also lasst uns hier verschwinden. Wir werden mit Sicherheit gefangen, wenn wir noch länger hier stehen. Aber wo sollen wir nur hin? Ich will ja nicht weg. Aber ich will nicht weg! Ja. Alle suchen nach uns. Naja, wir könnten zurück zur Bäckerei gehen. Aber die Ritter waren dort sicherlich, warten dort sicherlich schon auf uns. Oh ja, das stimmt. Siehe da, ihr habt euch wohl in eine wahrlich missliche Lage gebracht. Ganz genau, Mister. Moment. Finish her! Nein, das war's nicht. Was hab ich denn? Achso, ja, hier. Genau, Mister. Jonathan Frakes. Ich würde sagen, das war nämlich der Schöpfer. Ach so. Er hat gesprochen. Keine Ahnung, wer es war. Aber er hat es hat jemand gesprochen. Es hat jemand? Oh mein Gott, die kennen die Stimme. Das könnte genauso gut... Layton? Flamberg? Das ist der Mario! Das ist der Mario! Mama Mario! Mama Mario! Auf jeden Fall brauchen wir einen neuen Sidekick, damit sie wieder in zwei Krüppchen rumlaufen können. Ja. Los. Ach so, wird doch nicht. Okay. Diese Stimme. Flamberg, also, gut. Inquisitor Flamberg. Luke. Sophie. Bitte wartet, Inquisitor Flamberg. Ich ergebe mich. Sperrt mich ein. Aber diese beiden haben nichts damit zu tun. Nehmt mich fest. Ich bin die ihr wollt. Ja, ich will dich. Niemals, Sophie. Nehmt mich fest. Nein, Luke. Nehmt mich fest. Nein, nehmt den Inquisitor fest. Ja, okay, wir machen das so. Keiner von uns ist schuld. Wir sind nicht diejenigen, die etwas falsch gemacht haben. Außer Sophie. Denn sie hat Maya auf dem Gewissen. Ja. Luke. Sophie. Flamberg. Ihr seid Gehilfen der großen Hexe Arcana. Und ihr habt ihr zur Flucht verholfen. In gewisser Weise macht euch das zu Feinden Labyrinthias. Ihr könnt euch nicht verstecken. Aber wieso? Sophie ist nicht die größte Hexe. Leuchte. Wieso könnt ihr das nicht verstehen? Dann erklärt bitte, wieso ihr trotz der eindeutigen Vorwürfe nicht wahrhaben wollt, dass dieses Mädchen Arcana ist. Dass dieses Mädchen Aquana ist? Oder die große Hexe aus Ghana? Große Hexe die, Rossana. Die große Hexe konnte leider nicht mehr... Nee, ja, weißt du schon von der großen Hexe? Die kann nicht mehr zaubern. Weißt du nämlich, was die hat? Nee. Die hat Kamana. Kamana. Du hast das schon wieder vergessen, nicht. Seitdem ich die Liste gemacht habe, oder? Ja, ich weiß jetzt zwar wieder, aber das ist so bescheuert. Ja, Kamana. Oder weißt du, wer ich bin? Wer ich... Nee, Moment. Dadurch, dass ja Phoenix Wright aus Japan kommt,
oder dass Layton, die Layton-Reihe aus Japan kommt und die Phoenix Wright-Reihe aus Japan kommt, ist die große ist vielleicht die große Hexe Japaner. Ach nein, die ist Labyrinthianer. Die große Hexe Flamara. Ja, mit dem großen Feuer. Das gigantomanische Feuer. Oh. Aber die trinkt so wenig. Man nennt sie auch die große Hexe Sahara. Ah, weißt du was? Ich hab, das dürfte ich eigentlich nicht sagen so öffentlich, aber ich hab eine Schwägerin. Das ist die große Hexe Silvana. Ich hoffe, sie sieht das niemals. Oh. Dann kannst du ja immer noch gerne sagen, dass sie gerne Silvana trinkt. Was? Den Wein. Ah, natürlich. Ich bin kein Weintrinker, deswegen weiß ich das leider nicht so. Ich weine zu wenig. Warum weine ich nur so wenig? Warum kann ich nicht keine Kinder haben und drei Geld? Warum du keine Kinder haben kannst, das kann dir jemand erklären, und zwar Laborchef Dr. Flink. In der Tat. Also, das ist einfach. Weil wir alle an sie glauben. Und ich weiß im Gesicht, ich habe gesagt, dass... Was? Ach, im Gericht. Ich weiß, sie haben was im Gesicht. Ein Gericht. Von der Ausspuckkönigin. Ausspuckkönigin. Ich habe gesagt, dass ich nicht an Fräulein Maya glaube, aber in Wirklichkeit glaube ich nicht an Sophie. Und in meinem Herzen habe ich immer an sie geglaubt. Also Maya. Wir glauben doch alle an sie und wir tun es immer noch. Luke. Sophie. Deshalb bleibe ich stark. Ich bin deshalb auf Sophies Seite, egal was kommt. Oder wer? Wirklich? Dann wirst du auch verbrannt. Wenn wir schon davon sprechen, werter Herr Blaurock. Verbrennt sie! Bitte verbrennt Sophie! Sie hat meine Liebste genommen. Frau Meyerfels Schicksal ist bedauerlich. Boah, er will ihn manipulieren. Ihr habt mein aufrichtiges Beileid. Gar nicht wahr, das ist nur Manipulation. Wirklich? Euer aufrichtiges Beileid? Auch wenn ein solcher Tumult unerwartet war, hätten wir mehr tun müssen, um dies zu verhindern. Inquisitor Flamberg. Werter Herr Blaurock. Ich habe Mayas Unschuld bewiesen. Ich muss eingestehen, dass ihr das in der Tat vollbracht habt. In der Tat? Und trotzdem war das Letzte, das ich gesehen habe, eine Feuerwehr, die zu ihrer Feuergrube fährt. Wir spielen jetzt schon Sounds einfach mal so. Von draußen. und beziehen sie gut in das Let's Play ein. Ist auch eine Kunst. Ja, das ist Impro. Oh Mann. Wie sie in die Feuergrube geworfen wurde. Und habt ihr gerade die Feuerwehr gehört? Die ist viel zu spät. Sagt mir, Inquisitor, nennt ihr das Gerechtigkeit? Alle Hexen werden durch die Flammen geläutert. Das ist das Gesetz hier, nicht wahr? Aber Maya war keine Hexe. Wie wollt ihr das erklären, Inquisitor Flamberg? Es ist wahrlich bedauerlich. Aber sowas nennt man Unfall. Was im Hexengericht geschieht, bleibt auch im Hexengericht. Du darfst noch. Wisst ihr, was man auch Unfall nennt? Mhm. Wieso schaut ihr mich jetzt so an, Herr Flamberg? Luke. Herr Flamberg.
Ich liebe sie. Ich bin dein Vater, Luke. Komm, ich liebe sie trotzdem. Ich habe heute einen Comic gesehen, da sind so zwei Männchen im Bett und sie sagt so, oh ja, Daddy, gib's mir. Nenn mich nicht Daddy, das ist komisch. Aber du bist es doch. Ja, aber im Bett klingt das komisch. Oh. Oh nee. Aber das nur so am Rande. Hm. Denn was im Hexengericht geschieht, unterliegt einzig meiner Verantwortung. Verantwortung? Phoenix hat sich den Fuß weggesucht. Ja. Gut, dann übernimmt die Verantwortung. Jetzt. Magie existiert hier, richtig? Gut, dann nutzt diese Magie, um Maya zurückzubringen. Egal welcher Zauber nötig ist, wirkt ihn und bringt sie zurück. Ein solcher Zauber existiert nicht. Es liegt nicht in meiner Macht, ihren Tod ungeschehen zu machen. Doch, mit... Moment. Nekrios. Nekrios. Oder Mortiaus. Mortiaus. Mortemaus. Keine Ahnung. Die halte ich mir als Haustier. Eine Mortemaus. Eine tote Maus. Boah, der Typ ist ja echt, also Phoenix ist ja echt angefressen dadurch. Naja, okay, ich meine, seine Geliebte ist gestorben. Ist Maya seine Geliebte? Jetzt nicht ich mehr. Werde es so hin. Oh, ich werde es auf jeden Fall im Anime so ein bisschen so aussehen lassen, vielleicht. Ganz unterschwellig. Ganz offensichtlich. Unterschwellig. Ich habe dieses Schild zu tragen. Ich habe dieses Schild zu tragen. Also bitte. Sollte es euch Trost bringen, dann nehmt dieses Schwert und richtet mich. Aber wartet, bis ich dieses Schild trage. Ja, genau. Als ob das etwas nützen würde. Ihr Ritter seid alle gleich. Ihr Ritter seid allzu schnell bereit. Alle allzu schnell breit. Alle zu schnell breit. Ja, ihr seid alle zu schnell bereit. Macht gar keinen Spaß, mit euch trinken zu gehen. Ihr Ritter seid alle zu schnell breit. Das passt wirklich gerade, wenn er sich den Frust weggesoffen hat. Alle aus dem Weg zu räumen, die anders sind als ihr. Geht. Ich will euch nicht mehr sehen. Wie lange geht der Part eigentlich noch? Was? Wie lange geht der Part eigentlich noch? Oh, wir sind schon fast am Ende des nächsten. Mach mal den noch schnell zu Ende. Gucken wir mal, vielleicht dauert es nicht mehr lange. Tut mir leid. Ich will euch nicht mehr sehen. Dann verbindet euch doch die Augen. Ich habe gesagt, geht. Aber ich will nicht weg. Das hättest du auch einspielen können. Ach ja, was ist denn? Was war das? Ja. Ich denke, ich habe etwas beim Haupttor gehört. Machen, kommt, seht euch das an. Dies ist ein Übersichtsplan. Den sollten wir benutzen, um zu ihnen zu finden. Und also, alright. Die Stimmen kommen näher. Luke, die sind nur in deinem Kopf. Mein Kopf kommt näher. Wenn wir nichts unternehmen, werden wir weggebracht. Aber ich will nicht weg. Genau sowas habe ich auch gedacht. Was? Das habe ich auch gedacht, dass du das dann einsetzen könntest. Was? Du klingst auf einmal, als wärst du unter Wasser. Nee, das war jetzt aber Spaß. Sag mal was. Was Normales. Was Normales? Okay, jetzt geht's wieder. Okay. Klang gerade echt, als wärst du unter Wasser. Ich hab dich nicht verstanden. Hä? Ach, du bist doof. Okay, also, du bist. Bahnt euch euren Weg durchs Haupttor und durch den Wald gen Osten. Ihr solltet über den schmalen Pfad dort entkommen können. Gen Osten? Was? Am Stadtrand könnt ihr Barbarossas Wirtshaus finden. Dort solltet ihr sicher sein. Wie hieß das? Vor allem, sie hieß nicht Barbarossa, sondern Barbara Rossa. Oh. Rhabarber Barbara. Kennst du Rhabarber Barbara noch?
Ja. Mit den Ja, mit der Rab... Wieso helft ihr uns? Gute Frage. Geht. Jetzt. Aber ich hab gesagt, du sollst gehen, Flammberg. Na und, geh! Wenn ihr länger hier verweilt, werdet ihr gefasst. Und all dies wäre umsonst. Aber nicht kostenlos. Los, gehen wir! Phoenix! Luke! Sophie! Sophie! Ja, richtig. Herr Wright, kommen Sie? Ja, ich komme. Nein, nie wieder. Denn man hat mir meine Maya genommen. Ja, los. Ende. Der Part ist vorbei. Der Pate ist vorbei. Und der nächste schon wieder an. Neuer Ort auf Karte. Marktplatz. Oh. Zur Karte hinzugefügt. Wir könnten ihn nochmal ansprechen, aber nein. Das... Ich befürchte, dass ein Rätsel kommt. Und dann ist es ein Schieberätsel der üblen Sorte. Er will uns hinhalten. Richtig. Ich muss jetzt vor allem mal nach Jorison schauen. Ich werde jetzt gleich wahnsinnig hier. Wirklich. Oh, wahnsinnig. Okay, also. Ja, gleich. Zu ihr klappt, eingepackt und das nächste Mal im Livestream? Von mir aus? Okay, von Bier aus. Joey ist dagegen. Joey ist ja dann auch dabei. Aber dann müssen wir uns was einfallen lassen, dass wir eventuell dich auch ins Bild bekommen, weil du wirst ja immer nachträglich eingefügt. Das kriegen wir hin. Du bist der Techie von uns beiden. Das kriegen wir irgendwie hin. Okay. Ei. Also. Ah, da warst du. Hallo. Hallo. Okay, also bis denn. Tschüss. Tschüss. Miss Fay? Miss Fay? Wer ist da? Du bist. Keine Angst, ich bin nur ihr Angestellter. Schwesterherz! Heißt das etwa, du bist Miss Face? Stehen bleiben, Polizei! Das ist jetzt unser Tatort! Hey Junge, gestatten Inspektor Dick Gumshoe. Verzeihung, sehen Sie sich das mal an. Sieht aus wie ein Kassenzettel. Maya. Klingelt's da bei dir, Junge? Nein. Oh, das ist mein Name. Wie war das? Wie heißt du? Ich heiße Maya. Fay. Maya. Ha, Fall abgeschlossen. Du da, du kommst mit aufs Revier. Warten Sie mal. Und du auch, Junge. Ab aufs Revier mit dir.